So, und hier mein Erfurt 1 von 1957 vom Sternradio Sonneberg. Muss also warm werden. Ja, kommt schon. Mit den herrlichsten Augen und ich bat sie zu mir. Sie erzählte und lachte und bald fing ich Feuer und merkte, sie macht es mir leicht. Ich dachte, warum nicht? Ein paar Abenteuer ist süß und gefährlich für alle zugleich. Türe ging auf und ein Mann trat zu ihr, der war groß und so breit wie ein Bär. Ich dachte, dass ich nun meine Zähne verliere, doch der Blick seiner Augen war fair. Er stand und ich sah seine Hände, die zitterten, und die Not war bei ihm oft zu Gast. Dann sagte er raus, eine Stimme klang bitter, diese Worte, die ich nie vergaß. Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Unsere Kinder sind krank und die schulden so viel. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben